Noch nicht genug vom Rechnen mit Bruchtermen? Dann bist du hier richtig. Wir werden jetzt die verschiedenen Grundrechnungsarten, die wir in den Basic-Videos kennengelernt haben, miteinander verbinden. Die Aufgabe, mit der wir uns in diesem Video beschäftigen werden, lautet: Bestimme die Definitionsmenge des folgenden Ausdrucks und vereinfache ihn dann so weit wie möglich. Und der Ausdruck lautet, Klammer auf, 1 gebrochen durch y minus 1 gebrochen durch x, Klammer zu, mal x² gebrochen durch x minus y. Die Grundmenge ist die Menge der reellen Zahlen. Diese Aufgabe besteht also aus zwei Teilen. Zuerst sollen wir die Definitionsmenge bestimmen und dann den Term vereinfachen. Beginnen wir mal mit der Definitionsmenge. Drück auf Pause und leg mal los. Wenn du soweit bist und wissen willst, ob du richtig liegst, dann sehen wir uns wieder. Um die Definitionsmenge zu bestimmen, müssen wir herausfinden, welche Werte die beiden Variablen x und y nicht annehmen dürfen. Und was bei solchen Bruchtermen nicht sein darf, ist, dass der Nenner 0 wird. Gehen wir die drei Bruchterme in dieser Aufgabe der Reihe nach durch. Wir haben uns das ja im Basic 1 Video schon ganz genau angeschaut. Wir müssen uns die Frage stellen, wann wird der Nenner des ersten Bruchterms 0? Dazu stellen wir eine Gleichung auf, indem wir den Nenner einfach 0 setzen und erhalten damit y ist gleich 0. Also darf y niemals 0 werden, weil ja sonst der Nenner des ganzen Bruchterms 0 werden würde, was bei einem Bruch, also im Prinzip bei einer Division, gar nicht passieren darf. Und der zweite Term ergibt die Gleichung x ist gleich 0, woraus wir schließen können, dass x nicht 0 werden darf, da ansonsten der ganze Nenner des zweiten Terms 0 werden würde. Jetzt setzen wir noch den Nenner des dritten Terms 0 und erhalten daraus die Beziehung x ist gleich y. Wenn also x und y genau gleich sind, dann würde dieser dritte Nenner 0 werden, also muss jedenfalls x ungleich y sein, wie wir gleich sehen werden. Wir dürfen also für x und y alle reellen Zahlen verwenden, für die gilt, dieser senkrechte Strich bedeutet für die gilt, x muss ungleich 0 sein, y muss auch ungleich 0 sein und x muss ungleich y sein. Das ist unsere Definitionsmenge. So, den ersten Teil der Aufgabe haben wir also erledigt. Wir kennen die Definitionsmenge. Nun kommt der zweite Teil. Wir sollen den Term vereinfachen. Schauen wir uns den Term mal an. Da ist zuerst in der Klammer eine Differenz, um die wir uns kümmern müssen. Und danach, wenn wir die Differenz ausgeführt haben, kommt noch eine Multiplikation. Nimm dir jetzt ein bisschen Zeit und mach dich selbst ans Werk. Du kannst ja in den Basic-Videos nochmal nachschauen, wenn du dir bei den einzelnen Rechenarten vielleicht nicht mehr ganz sicher bist, wie du da rangehen sollst. Drück also jetzt einfach auf Pause und wir sehen einander in ein paar Minuten wieder. Dann lass uns mal vergleichen. Schauen wir uns zuerst die Subtraktion an. Hier müssen wir die beiden beteiligten Bruchterme zuerst auf den gleichen Nenner bringen. Dazu können wir die Tabelle verwenden. Der erste Bruch hat den Nenner y. Der zweite Bruch hat den Nenner x. Für dieses x machen wir eine neue Spalte in der Tabelle. Der Hauptnenner ergibt sich dann als Produkt aus allen Spalten, in diesem Fall also y mal x. Die Erweiterungsfaktoren tragen wir dann auch noch farbig in die Tabelle ein. Den ersten Bruch müssen wir mit x erweitern, um auf den Hauptnenner zu kommen und den zweiten Bruch mit y. Verwenden wir das jetzt, um die Differenz zu vereinfachen. Wie machen wir das? Wir erweitern also den ersten Bruch mit x und den zweiten Bruch mit y. Damit haben wir dann bei beiden Termen den gleichen Nenner, nämlich x mal y. Beim ersten Term steht hier jetzt zwar y mal x, aber du weißt ja, dass man Faktoren vertauschen darf. Y mal x
und x mal y sind also das Gleiche. Den Faktor x² gebrochen durch x minus y, den schreiben wir einfach mal ab. Im nächsten Schritt schreiben wir die Subtraktion auf einen gemeinsamen Bruchstrich. Das dürfen wir ja jetzt, weil wir einen gemeinsamen Nenner haben, nämlich x mal y. Und im Zähler bleibt x minus y übrig. Die Klammer darf man jetzt weglassen, da ja ohnehin nur mehr ein einziger Bruch in der Klammer übrig geblieben ist. Als nächstes können wir die Multiplikation ausführen. Dazu schreiben wir alles auf einen gemeinsamen Bruchstrich, wobei wir in den Zähler das Produkt der beiden Zähler schreiben, also x minus y mal x². Achtung! Erinnerst du dich? Wenn Summen oder Differenzen in den einzelnen Brüchen vorkommen, musst du die beim auf einen Bruchstrich schreiben immer in Klammer setzen. Und im Nenner, da steht das Produkt der beiden Nenner, also x mal y mal Klammer auf x minus y Klammer zu. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch etwas vereinfachen können. Ja, wir können hier noch kürzen. Und zwar können wir die Klammer x minus y kürzen. Und auch das x, wobei im Nenner fällt das x ganz weg, im Zähler aber nur das Quadrat. Ein x bleibt im Zähler übrig. Hast du den Ausdruck x minus y vielleicht schon in diesem Schritt hier gekürzt? Oder vielleicht auch das x, noch bevor du die beiden Brüche auf einen gemeinsamen Bruchstrich geschrieben hast? Das ist auch richtig. Es gibt bei solchen komplizierteren Termen oft verschiedene Möglichkeiten, sie zu lösen. Ich habe mich dafür entschieden, zuerst die Multiplikation auszuführen und erst dann zu kürzen. Aber du kannst es auch andersrum machen. Insgesamt vereinfacht sich also unser Ausdruck zu x gebrochen durch y. Super, das war schon eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe, durch die du dich da gekämpft hast. Weiter so. Sehen wir uns im letzten Mastery-Video wieder? Würde mich wirklich freuen. Bis dann!